So, heute im Studio haben wir Rechtsanwalt Wegel von Kanzlei Buschhorn Hemmerich. Es geht um Haftung der Banken. Herr Wegel, es gibt ja gewisse Banken, die wollen sich besonders schlau machen und haben den Mitarbeiter, der den Kunden die Wohnung verkauft hat, als Mitarbeiter im Darlehensvertrag namentlich erwähnt. Und der Kunde muss unterschreiben, dass dieser Mitarbeiter auch den Darlehensvertrag komplett erklärt hat. Ist das ein Hinweis, dass die Bank und Vertrieb zusammengearbeitet haben? Gibt es da Urteile dafür? Also Urteile gibt es meines Wissens nach momentan noch nicht, aber diese Klauseln sind uns bekannt und sie sind auf jeden Fall ein starkes Indiz dafür, dass es eine Grundlage gegeben haben muss, warum das überhaupt im Darlehensvertrag aufgeführt ist, der Mitarbeiter der Einzelnen. Weil der Mitarbeiter sollte ja sozusagen beides erstmal die Wohnung verkaufen und dann den Darlehensvertrag erklären. Und in einem Fall liegt uns sogar noch vor, dass im Vertriebsprospekt des Bauträgers als Partner genannt wurden. Also es gibt auch so viele Indizien, wo man auch dann, man muss nicht immer klagen, das ist die Standard, sondern man sollte auch mit der Bank mal heftig verhandeln und diese Punkte da bringen. Was bringt das so eine wirtschaftliche oder rechtliche Verhandlung mit der Bank für den Kunden? Welche Vorteile bietet es? Also die außergerichtlichen Verhandlungen, wie wir sie dann nennen, haben natürlich den Vorteil, dass man das Prozessrisiko vermeiden kann, Punkt 1. Punkt 2, eine gerichtliche Entscheidung kann auch immer in die zweite Instanz gehen, was dann natürlich einen jahrelangen Rechtsstreit mit sich bringt. Auf die Klauseln zurückkommend, ist es natürlich ein erhebliches Indiz dafür, dass hier eine Zusammenarbeit irgendwo stattgefunden haben muss und auch hat, denn alleine mit oder ohne diese Klausel ist ja klar, dass der Vermittler immer auch für die Bank was erledigt, und zwar für die Banken, die einen Direktvertrieb nur haben und keine Filialen. Wir haben jetzt mittlerweile über 800 Fälle geprüft, die sich bei uns gemeldet haben in der Interessengemeinschaft, und haben also auch mehrere Strafanzeigen gemacht. Einmal gegen Banken, wegen Banden- und gewerbsmäßigen Betrugs und wegen Untreue gegenüber der Bank an sich. Und die Ermittlungen laufen zurzeit. Ist das jetzt hilfreich für solche Verhandlungen für Sie? Ist mit Sicherheit hilfreich. Erstens, der Druck ist erheblich höher, wie wenn man jetzt nur ein Anwaltsschreiben bekommt in der Rechtsabteilung der Bank. Zweitens, ist durchaus an diesen strafrechtlichen Vorwürfen was dran, zuletzt auch in einer TV-Sendung zu sehen gegen die Deutsche Bank, wo auch das Wort der Vorteilsnahme und der Untreue gefallen ist, also auch ein strafrechtlicher Tatbestand. Und es wird interessant sein, da ja einige Strafgerichte schon Hinweise gegeben haben, dass eben die Banken als Mittäter durchaus in diesem Strukturvertrieb auch unter die Räder kommen können. Wenn jetzt da wirklich festgestellt wird, dass Bank und Vertrieb zusammengearbeitet hatten, die für den Schaden aufkommen müssen, dann wäre de facto eine Bank, die hier ein paar tausend Fälle gemacht hat, kurz vor der Insolvenz. Ja, da kommt es erstatten müssten. Da wird es darauf ankommen, natürlich, was die Bank für Vorkehrungen getroffen hat. Bei einigen Banken wissen wir und haben auch die Vorstände kein großes Geheimnis daraus gemacht, dass Rücklagen gebildet wurden für möglicherweise sogenannte faule Kredite dann. Wir sind jetzt natürlich auch bemüht als Verein, dass wir immer mehr Pressearbeit machen, Fernseharbeit machen, Reportagen kriegen. Es laufen in Zukunft wieder weitere Reportagen. Das ist natürlich auch hilfreich für Sie in der Verhandlung, um Druck auf die Banken auszuüben. Selbstverständlich. Wir freuen uns auch über die Zusammenarbeit, denn die Banken stehen Anwälten auch oft skeptisch gegenüber und lehnen natürlich immer jegliche Verantwortung ab mit unterschiedlichsten rechtlichen Ansätzen. Wobei jeder weiß, erstens zum Beispiel diese Klauseln sind gang und gäbe, dann haben wir eine andere Bank, die gerne als Eigennutz die Immobilien-Eigennutzung finanziert hat, obwohl genau bekannt war, dass es eben eine Kapitalanlage war. Also das sind alles erhebliche Indizien, wo Banken doch ziemlich in die Kritik geraten. Sie werden uns auch immer wieder herangetragen, solche Verhandlungen zu führen als Verein. Warum dürfen wir das eigentlich nicht? Ja, die Rechtsberatung ist den Anwälten und den Berufsständen vorbehalten, die gewisses Studium haben. Das ist aber ein Rechtsberatungsgesetz, was sehr, sehr alt ist. Aber Rechtsberatung dürfen Vereine schlichtweg nicht betreiben. Also ist es so, dass wir gut tun, mit guten Anwälten zusammenzuarbeiten und die Kunden gemeinsam zu betreuen mit dem Anwalt zusammen und der Anwalt die Verhandlungen führt. Das ist das Effektivste. Gerade im Bereich der Schrottimmobilien sollte man die außergerichtlichen Verhandlungen nicht unterschätzen, denn die führen oft auch zum Erfolg. Ist zwar ein langer Weg, aber die Kombination aus guten Anwälten und dem Verein ist eigentlich die beste Konstellation. Dann werden wir den Weg weiter beschreiten. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke.